Hallo Leute, hier ist eure Carmen Wiebi, Power Coach von St. Moritz. Und diesmal schicke ich euch diese Nachricht aus einem ganz speziellen Platz. Und zwar dem historischen Dorfkern von Schkuhl, einem wundervollen, einzigartigen Dorf im Engadin. Also ich liebe das, ich komme noch recht gern und oft hierher, weil ich es einfach fantastisch finde, wie das hier pulsiert. Also wie ihr seht, ich befinde mich genau im Dorfzentrum dieses historischen Teiles. Und ich zeige euch jetzt mal, was wir hier so sehen. Also wir haben hier so ein Dreierbrunnen. Der fließt rundherum. Eben gibt es diese wahnsinnig schönen Häuser aus teilweise dem Jahre 1700, 1800, 1900. Und vor allem, was so schön ist, die sind total wunderschön gepflegt. Und ich habe gerade ein Interview gemacht in einem von diesen Häusern mit einer Einheimischen aus Schkuhl und die hat das so wunderbar gesagt, das hat eine ganz eigene Eigenart hier. Und das jetzt mit euch zu teilen ist wunderbar und es passt auch ganz perfekt zu meinem heutigen Thema. Und ihr hört ja, die Kirchenglocken, sie läuten. Ja, das bringt natürlich das Thema, was gerade in Frankreich stark diskutiert wird und was ist da passiert. Und ich sehe das immer so als ein Zeichen auch an. Und in diesen ganzen Symbiose von Modernen gepaart mit Antik, mit Geschichte, mit Tradition, im Beisein hier von diesen Kirchenglocken, passt das perfekt, was ich gerne heute mit euch als Impuls teilen möchte. Und zwar die ältere Generation, Menschen im Alter von 60, 70, 80, sogar 90, haben einen reichen Schatz an Wissensfundus. Und unsere Gesellschaft neigt sehr dazu, diesen Fundus nicht anzuerkennen, beziehungsweise es nicht als das zu sehen, was es ist, als eine Schatztruhe. Aber das Tolle ist, dass ein jeder von uns hier durchaus in der Hand hat, wie er, wie du, wie ich, wie wir mit dem umgehen. Stell dir vor, du hast eine Situation und du weißt nicht weiter und fragst dich, wen kann ich jetzt fragen? Natürlich ziehst du eine Person deines Vertrauens hinzu und diskutierst und debattierst über die Möglichkeiten und durchaus auch über die verschiedenen Optionen. Du hast eine Vielfalt von Möglichkeiten und fragst dich dann, was ist die richtige? Klar, dein Bauch sagt dir deine Antwort schon und eigentlich weißt du es, aber du spürst dieses Zeichen von Zögern. Was tust du? Da finde ich, sind gerade so ältere Herrschaften, die ein Bündel an Weisheit an sich mit sich tragen, doch eigentlich eine ganz gute Ansprechperson. Im Gegensatz zu unserer Generation und vor allem die Generation nach uns, also gerade so die Kids, die so 18, 20, 30 sind, die sind natürlich aufgewachsen, indem sie mit ihr Wissen teilen, ihr Tun teilen. Also es ist ein sehr großes Akt von Außenleben. Und das ist die Generation, die heute 70, 80 oder 90 sind, die haben das nicht in dieser Art gelebt und leben es auch nicht. Für sie ist klar das Wissen da und wer es haben möchte, kann es haben. Sie teilen. Sei deshalb durchaus, ja, sei dir gewahr, dass dieses Wissen dasteht für dich. Es liegt vor dir. Du musst nur einfach hingehen, anklopfen und darum bitten und du bekommst es. Es ist eigentlich wirklich total einfach und das Naheliegende ist eigentlich immer das Beste. Somit möchte ich dich dazu einladen, nicht nur dir eine wohlweisende und durchaus hilfreiche Feedback oder Meinung einzuholen, sondern ich möchte dich auch dazu einladen, dass du diesen Menschen, dessen Feedback du einholst, auch einen Teil von dir gibst, indem du ihm deine Wertschätzung gibst. Denn ganz klar, mit diesem Handeln zeigst du auf, wie wichtig dir seine Meinung ist. Und er wird gesehen oder sie wird gesehen und wird erkennen, wow, ich habe doch noch etwas
das ich geben darf. Und das ist doch eines der schönsten Dinge, dass wir Menschen einander uns geben dürfen. Respekt, Liebe, Wertschätzung und einfach auch das Wissen, du bist gesehen. Probier es aus. Es ist erfüllend. Ja, deine Carmen VIP Power Coach hier aus Schkol. Ja, wo ich mich extrem pudelwohl fühle und hier diesem Rauschen des Wassers noch ein bisschen weiter dienen werde. Und euch schicke ich diese Nachricht. Mit ganz, ganz lieben Grüßen. Macht es gut. Du bist es dir wert, dass du aus deinem Leben das Beste machst und dadurch auch deine Umwelt einfach wunderbar mit bunt machst. Mach's gut. Ciao.